Der EHC nimmt Fahrt auf in Richtung neue Saison. Nach dem Aufstieg geht es für die Bären in die Oberliga West. Im letzten Test vor heimischen Fans standen vor allem die Neuen im Blickpunkt, wie der Kanadier Justin Smith. Zwei Kontingentspieler pro Team dürfen eingesetzt werden. Leistungstechnisch sollten diese Akteure in der Lage sein, Akzente zu setzen. Stürmen wird Smith voraussichtlich an der Seite von Jörg Noack, der von den Kölner Junghain nach Neuwied wechselte und schon in der Endphase der Vorsaison mit an Bord war. Zweiter Kontingentspieler ist der Kasache Vjatcheslav Tokarev. Im Blickpunkt der Bären an diesem letzten Testwochenende die Eisbären aus Hamm, eine etablierte Oberligamannschaft, die um die Playoffs mitspielen möchte. Nach 3 Siegen gegen Regionalligisten der erste echte Härtetest für Neuwied gegen ein Team gespickt mit gestandenen Oberligaspielern. Dazu der EHC gleich zu Beginn in Unterzahl. Alexander Bill musste auf die Strafbank. Doch bei Hamm fehlte es da noch an der Präzision. So ganz rund lief es offensiv noch nicht. Den Bären gefiel das. Der Scheibengewinn von Andreas Czajka und dann nutzt Slava Tokarev zunächst die Bande, dann seine Schnelligkeit und am Ende seine Technik. 8 Minuten sind gespielt, da geht Neuwied in Unterzahl in Führung. Kein Grund euphorisch zu werden, aber eine klasse Aktion von Tokarev. Der könnte den Fans viel Freude bereiten. Der Haken an der Sache, Tore in Unterzahl, das kann Hamm auch. Der Scheibenverlust im Mitteldrittel von Smith wird postwendend bestraft. Karl Jasik bereitet vor, Kapitän Nils Sondermann trifft aus recht spitzem Winkel zum Ausgleich das 1:1 nach 11 Minuten. Und weil die Neuwieder in der Folge immer mal wieder auf die Strafbank mussten, die Bären kassierten 5 kleine Strafen im ersten Drittel, konnte Hamm nach diesem Ausgleich das Spielgeschehen bestimmen. Oftmals die Bären einen Schritt zu spät in den Zweikämpfen, dadurch die Strafen. Die Folge waren 2 Überzahltore von Jasik in Minute 14 und Ibrahim Weißleder in Minute 19. Ja, wir haben eigentlich 10 Minuten lang, die ersten 10 Minuten sehr gut gespielt, standen gut. Gut, das Unterzahltor für uns 1-0 ist auch ein bisschen glücklich, aber wir standen gut, haben gut gespielt und dann sind wir selber in Unterzahl geraten und haben da 2 Tore gefangen, die unnötig sind. Also erste Sache war halt Strafzeiten. Ne? Wir müssen versuchen, von der Strafbank wegzubleiben. Das ist die erste Erkenntnis, weil die guten Mannschaften spielen ein gutes Überzahl und dann kann man natürlich nicht vorne Tore schießen und hinten gut stehen, wenn man Unterzahl hat. Was folgte, war ein Drittel getreu dem Motto Willkommen in der Oberliga. Eine kleine Lehrstunde für den EHC, der diesen Sommer vor einer schweren Entscheidung stand. Den Aufstieg in die Oberliga nicht wahrzunehmen, hätten die Fans sicherlich kaum akzeptiert. Doch die finanziellen Mittel in der Deichstadt sind bescheiden und aus den Fehlern der Vergangenheit hat man gelernt. Zu viel Geld ausgeben für Spieler und im Dezember in die Insolvenz schlittern, auch das wäre eine Katastrophe. Vorstand, Trainer und Spieler haben hart gearbeitet, um bestens vorbereitet in die neue Saison zu gehen. Doch sportlich wird man als Außenseiter einen schweren Stand haben, das wurde auch gegen Hamm deutlich. Wenngleich die Bären den Ausfall von 3 Verteidigern kompensieren mussten, aber gegen spielstarke Eisbären hätte auch das nicht geholfen. Jiří Svejda, Robin Löke mit 2 Toren, Dominik Luft und Jasik machten 5 Buden und sorgten für klare Verhältnisse. Im zweiten Drittel sind wir natürlich ziemlich gut hergespielt worden, das muss man mal anerkennen. 5-0 ist eine klare Ansage. Wir haben uns aber da taktisch falsch verhalten. Das haben wir dann in der Pause zum letzten Drittel besprochen. Und das haben eigentlich die Spieler jetzt im letzten Drittel perfekt umgesetzt. Die Steigerung war da, keine Frage. Und es gab auch Lichtblicke, wie den Auftritt von Slava Tokarev, sein Treffer zum 2:8 nach 48 Minuten. Der Kasache überzeugte, der Kanadier Smith muss noch deutlich nachlegen. Auf der Gegenseite wurde es am Ende zweistellig, weil Hamm durch Jasik und Konstantin Wichern noch auf 10:2 erhöhte. Es wird sicherlich nicht die letzte zweistellige Niederlage des Underdogs aus der Deichstadt gewesen sein in dieser Spielzeit. Und doch machte dieses letzte Drittel Mut für die kommenden Aufgaben. Wenn wir dieses besser stehen jetzt noch verinnerlichen, automatisieren und dann vielleicht vorne noch ein bisschen Scheibenglück haben, warum sollte man dann nicht auch ein 2-2 im Drittel haben oder mal mit 2-1 gewinnen? Und dann in der Summe kann man alles schaffen. Man muss nur zusammenhalten, man muss sich taktisch korrekt verhalten. Ein Test noch am Sonntagabend in Hamm, dann noch 3 Trainingseinheiten bis zum Saisonstart. Die Bären haben noch Arbeit vor sich. Der Trainer ist zuversichtlich. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir weiterarbeiten und wir arbeiten gut, Mannschaft arbeitet gut, werden wir auch irgendwann die Früchte ernten können und keiner erwartet von uns, dass wir die Top-Leute da oben weghauen, die Mannschaften. Wir müssen es halt zusammenraufen, hart arbeiten und da waren gute Ansätze. Die gilt es am kommenden Sonntag zu zeigen, beim ersten Heimspiel der neuen Saison. Dann geht es gegen die Ratinger Ice Aliens, auf dem Papier eine Mannschaft auf Augenhöhe.